Ein Faktencheck zum Einstieg. Jede vierte Frau in Deutschland ist mittlerweile tätowiert. Bei den Mit-20ern bis Mit-40ern sind es sogar mehr als 40%. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, gehöre ich zu den 40%. Und deshalb möchte ich heute mit euch genau über dieses Thema sprechen. Mich tätowieren zu lassen war tatsächlich eine Entscheidung, die ich sehr, sehr spät getroffen habe, erst im Leben. Also anders, als man vielleicht erwarten würde. In der Jugend habe ich erst im Erwachsenenalter damit angefangen und habe mich das erste Mal 2014 tätowieren lassen. Und zwar hier unten an den Unterarmen, begonnen mit diesen zwei kleinen kreisrunden Ornamenten. Und ab dem Zeitpunkt, wie man immer so schön sagt, war ich dann addicted und so kam immer mehr dazu. Jetzt muss ich an der Stelle aber nochmal ganz klar sagen, das war die Zeit vor meiner Lipödem-Diagnose. Ich gehe ja davon aus, dass ich das Lipödem seit meiner Pubertät habe, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nichts davon. Das heißt, diese Tätowierungen sind vor meiner Diagnose und auch vor meinen Operationen entstanden. Und ich spreche jetzt konkret von meinem rechten Arm. Und dann gibt es auch Bereiche an meinem Körper, die ich erst habe tätowieren lassen nach meinen Operationen. Und mir ist tatsächlich dabei etwas aufgefallen und deshalb auch der Grund oder der Anlass des Videos heute, dass ich mir gedacht habe, vielleicht macht es Sinn, das mit euch zu teilen und mich mit euch auszutauschen. Denn vielleicht habt ihr alle Tattoo-Addicts da draußen mit einer Lipödem-Diagnose oder auch schon die Operierten unter euch ähnliche Erfahrungen, Beobachtungen gemacht, wie sich Tätowierungen oder der Prozess des sich tätowieren Lassens auch vor und nach einer Operation tatsächlich unterschiedlich verhält. Was mir am Anfang meines Weges nicht bewusst wurde und was ich tatsächlich erst im Laufe der Zeit gelernt habe, ist, wie sich Tätowierungen auf das Lymphsystem auswirken. Und was an der Stelle ganz interessant ist und irgendwie auch ziemlich witzig, ist, dass, wenn wir uns tätowieren lassen, die Farbe, die unter die Haut gebracht wird, so vom Lymphsystem absorbiert wird, dass sich Lymphknoten tatsächlich auch verfärben. Was definitiv auch nicht selten passiert, ist, dass bei Tattoo-Sessions nicht nur der Bereich, der tätowiert wurde, anschwillt, sondern auch Lymphknoten im näheren Umkreis davon betroffen sein können. Das heißt, sie schwellen an, können vereinzelt auch schmerzen und es passiert auch immer wieder, dass Symptome nach einer Tattoo-Session auftreten können, wie zum Beispiel Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schwindel bis hin zu Fieber. Und das ist nichts Ungewöhnliches und auch nichts Besorgniserregendes, aber es ist definitiv eine Reaktion unseres Körpers bzw. unseres Lymphsystems mit einer Verletzung der Haut umzugehen. Wie sich alte Tätowierungen, die vor einer Lipödem-Diagnose oder auch vor einer Lipödem-OP gestochen wurden, verhalten können, möchte ich an der Stelle gerne mit euch teilen. Zum einen habe ich immer mal wieder in unserer Community gesehen von anderen Betroffenen, die auch vollflächig oder großflächig tätowiert sind, wie sich Haut verändern kann nach einer Lipödem-Operation. In Abhängigkeit davon natürlich, wie viel Masse unter der Haut entfernt wurde, dass die Haut natürlich auch nicht selten hängt, überschüssige Haut da ist, die gegebenenfalls auch entfernt werden muss, beziehungsweise in Form einer Hautstraffung es dazu kommen kann, dass einzelne Teile der Haut ja dann entfernt werden. Und wenn diese tätowiert sind, es natürlich nicht selten dazu kommt, dass dann Teile des Tattoos einfach weggeschnitten werden müssen quasi und die Tätowierung damit dann kaputt ist. Gehen wir davon aus, dass die Arme operiert wurden und entsprechend viel überschüssige Haut an den Oberarmen vorhanden wäre, dann würde das bedeuten, alles, was natürlich jetzt hier an Haut und Fläche tätowiert ist, das Tattoo dann, wenn es ganz schlecht läuft, mittig durchgeschnitten werden muss, Teile der Haut entfernt werden und wieder zusammengenäht werden. Das heißt, je nachdem, was man hier tätowiert hatte, ist das Motiv natürlich kaputt. Nichtsdestotrotz bin ich aber der Meinung, sollte einen das nicht davon abhalten, sich für eine Hautstraffung zu entscheiden. Am besten ist es dann im Vorfeld einfach mit dem entsprechenden Operateur auch darüber zu sprechen, ob gegebenenfalls eine Schnittführung gewählt werden kann, wo Teile des Tattoos vielleicht erhalten bleiben können. Ist natürlich auch immer abhängig davon, wie groß das Tattoo ist. In der Regel ist es aber so, dass Ärzte da zumindest mit sich reden lassen und einem zumindest aufzeigen können, was ist möglich und was nicht. Und worauf muss man sich vielleicht dann auch
im Nachgang einstellen, dass man dann vielleicht nur noch mit einer Hälfte der Tätowierung rumläuft. Wie es ist, sich nach den Lipödem-Operationen tätowieren zu lassen, dazu habe ich einen persönlichen Erfahrungswert, der noch relativ frisch ist, denn ich habe mich vor gar nicht allzu langer Zeit das letzte Mal wieder tätowieren lassen und da ist mir was Interessantes aufgefallen, dass sich meine Haut als auch mein Lymphsystem scheinbar anders verhält als vor den OPs. Was meine ich damit? Ich hatte das Gefühl, dass ich viel schneller, viel stärker anschwelle, noch während der Tattoo-Session, dass meine Haut viel, viel schmerzempfindlicher ist, außerdem viel, viel dünner. Und das hat sogar der Tätowierer bemerkt, dass offensichtlich meine Haut nicht mehr in der Lage war, so viel Farbe aufzunehmen. Das heißt, im Laufe des Tattoo-Prozesses war der Punkt der Sättigung viel, viel schneller erreicht als vor den Operationen. Sprich, irgendwann hat die Haut gesagt, okay, mehr Farbe geht nicht. Und ich bin jetzt kein Tätowierer und kein Fachmann, aber dem Tätowierer ist es aufgefallen. Und dann hat er an der Stelle auch erstmal aufgehört zu tätowieren, weil er einfach sagte, die Haut ist übersättigt, da wird nicht mehr Farbe gerade aufgenommen. Nach der Tattoo-Session hatte ich wirklich noch ungefähr 4 bis 5 Tage mit massiver Schwellung zu kämpfen. Das die tätowierte Stelle extrem geschwollen war, sehr, sehr schmerzhaft war, also viel schmerzhafter, als ich es bisher kannte. Ich hatte auch nach der Tattoo-Session, wirklich unmittelbar danach, ganz kurz Fieber. Das ist jetzt eigentlich nichts Ungewöhnliches und das kenne ich auch schon, hatte ich auch tatsächlich schon mal in der Vergangenheit, aber auch in Verbindung mit der extremen Schwellung und dem Gefühl, dass es tatsächlich mehr wehtut als ich es bisher gewöhnt war, ist mir das wirklich aufgefallen und ich dachte mir, okay, jeder von euch, der sich schon mal hat tätowieren lassen, kennt das. Nach einer Tattoo-Session wird das Tattoo mal gereinigt und man bekommt entweder eine Folie, also Frischhaltefolie, oder halt eben so eine Second Skin, das ist einfach so eine ganz dünne, durchsichtige, atmungsaktive Folie, die wird direkt auf die Haut geklebt und verbleibt da auch mindestens 24 Stunden. Und ich konnte bei meiner letzten Tattoo-Session beobachten, in den Tagen danach, so lange die Folie da drauf geklebt war, dass unglaublich viel Wundflüssigkeit aus meiner Haut ausgetreten ist. Das kannte ich bis dato noch nicht. Und ich schließe daraus, dass das, was damit zu tun hat, dass zum einen mein Lymphsystem teilweise ja beschädigt ist. Das hatte ich euch ja schon in meinen vorherigen Videos erzählt. Aber zum anderen auch, dass die Haut so dünn und so sensibel ist, immer noch wahrscheinlich durch die OPs, dass mein Körper offensichtlich extremer auf diese Auswirkung von außen reagiert. Eben mit mehr Wundflüssigkeit und mit mehr Schmerz offensichtlich und mit mehr Schwellung. Ja, mein persönliches Fazit daraus aus meiner jüngsten Erfahrung. Ich werde mich natürlich weiterhin tätowieren lassen, aber allerdings natürlich mit mehr Planung und vielleicht auch in kürzeren Sessions, so dass ich so ein bisschen dem vorbeugen kann, dass die Schwellung zu stark wird, der Körper zu extrem reagiert und entsprechend mein Lymphsystem nicht zu sehr überlastet wird und auch, dass der Tätowierer seine Arbeit vernünftig machen kann und nicht irgendwann unterbrechen muss, weil die Sättigung der Haut erreicht ist oder es aufgrund der Schwellung gar nicht mehr möglich ist, weiter zu tätowieren. Damit sind wir am Ende meines Videos angekommen. Mir ist natürlich durchaus bewusst, dass nicht jede von euch da draußen von diesem, ich sag mal, speziellen Thema betroffen ist, aber alle, die damit Erfahrungen gemacht haben, mich würde es wirklich interessieren, was sind eure Beobachtungen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und ich werde nachschauen und werde Bezug darauf nehmen.